Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz. Wir sind auf Route Nummer 7 unterwegs, wo es noch einige Trainer gibt, die wir uns vorknüpfen müssen. Die Holzplanken sind tückisch. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fällst du hinunter. Achso, ich kann hier raufgehen. Und wenn ich jetzt hier stehen bleibe, falle ich runter, ja? Okay, das heißt, und wenn ich jetzt hier einfach geradeaus gehen würde? Okay. Interessant auf jeden Fall. Kann ich hier auch langlaufen? Ja. Oh, ich darf also auch nicht zur Seite. Alles klar, macht schon irgendwie Sinn. Aber da müssen wir wahrscheinlich rübergehen. Wir können dann natürlich rüber sprinten, wir können aber auch rübergehen. Jojo, müsste man mal gucken, müsste man mal gucken. So, wir begegnen hier einem weiteren Petsneef. Allzu viele verschiedene Pokémon scheint es auf der Route hier jedenfalls nicht zu geben. Es sei denn, die kommen nur bei Nacht oder sowas. Wir knöpfen uns erstmal diesen kleinen Rocco hier vor. Hallo! Ah, ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hier versackt. Ja, ich glaube, du musst einfach nur weitergehen. Junge, einfach nur die Treppe da hinten runter und dann weiter. Dann kriegst du es schon hin. Grill Cheetah. Okay. Ja, nee, das finde ich zum Beispiel nicht so cool wie das Pflanzen-Pokémon, auf das wir in der letzten Folge gestoßen sind. Ah, es könnte aber auch nicht ungefährlich sein. Das auf jeden Fall nicht. Wir beginnen mal mit Stampfer, um es eventuell zurückschrecken zu lassen. Naja, Schlecker. Könnte uns sogar paralysieren. Das wäre nicht so geil. Okay. Funkensprung. Reicht das aus schon? Ich würde sagen, nein. Deswegen greife ich nochmal mit Stampfer an, um es nochmal, also um es dieses Mal vielleicht zurückschrecken zu lassen. Das wäre ganz praktisch. Ist zurückgeschreckt, perfekt. Und jetzt können wir halt, ja, im Prinzip fast nochmal Stampfer einsetzen. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher, setzen Funkensprung ein und dürften dann das Grillcheater auch besiegt haben. Und eventuell sind wir dann sogar wieder, naja, zumindest fast fit, ne? So viel, KP gibt ja Seegesang leider nicht. Na gut. Backpacker Enzo. Jetzt verstehe ich, solange ich stillstehe, kann ich auch kein Ziel erreichen. Das ist so richtig erkannt. Er hat meine Aussagen sich tatsächlich zu Herzen genommen. So, was ich jetzt mal ganz gerne gucken wollte, ist, ob irgendeines unserer Pokémon Überreste trägt. Weil ich bin mir sicher, wir hatten das Item Überreste schon. Und irgendwer wird es doch tragen, oder? Nein, niemand trägt Überreste. Hatten wir noch keine Überreste? Oder vergammeln die tatsächlich gerade einfach so im Beutel? Das wäre nämlich nicht so cool, weil Überreste ist halt schon ziemlich nice. Blendpuder haben wir auch noch, ne? Käferjuwel. Da habt ihr mir auch auf jeden Fall Aufklärung verschafft. Und zwar dieses Käferjuwel kann man nur einmal im Kampf einsetzen. Das heißt, wenn der Kampf vorbei ist, hat man das wieder. Das ist sehr cool. Und ich dachte nämlich, es wäre so, dass wenn wir dieses Käferjuwel haben und es sich einsetzt, dass es dann für immer weg ist. Wie eine Beere zum Beispiel. Aber so scheint es zumindest nicht zu sein. Ja, Münzamulett, Sanftglocke, Blattstein. Sieht nicht so aus, als hätten wir Überreste. Okay, mir war irgendwie so. Vielleicht trägt es auch irgendein Pokémon auf der Box, was ich nicht verstehen würde. Aber unmöglich ist ja nichts, ne? So, guten Tag. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer von Format. So mag ich's. Hier, diese TM ist für dich. Ladestrahl. Sehr cool. War Ladestrahl jetzt Elektro oder Stahl? Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Ladestrahl war, glaube ich, eine relativ schwache Attacke, ne? Aber dadurch, ja, Stärke 15, Genauigkeit 90. Wäre halt eine Alternative zu Schockwelle und wäre sicherlich taktisch. Steigt eventuell aber nur der Spezialangriff. Wäre halt taktisch auch nicht uncool, aber nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich lehne ab. Ach, guck mal, diese Planken sind einfach größtenteils dafür da, um auch übers Gras zu kommen, ne? Und natürlich an den Ort, wo man hin muss. Oh, guck mal, hier haben wir noch so ein Warst du Baumwoll? War das der Name? Nippipipi. Ja, keine Ahnung. Ich liebe ja die Attacken Megasauger und Gigasauger. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Ja, kenne ich. Sag mal, hast du dir denn schon einen Sedimantur geschnappt? Also, falls du einen Sedimantur hast, würdest du es vielleicht gegen mein Emolga tauschen wollen? Gar nicht schlecht, aber wir haben noch nicht mal einen Kiesling, ne? Nee. Leider nicht. Verstehe, sprich mich einfach wieder an, falls du deine Meinung ändern solltest. Ein Emolga hätte natürlich auch schon was, aber wir haben ja schon Elektro-Pokémon und auch ein Flug-Pokémon. Ich weiß halt nicht, ob es Flug lernen kann, also Fliegen lernen kann. So, hier haben wir noch einen weiteren Trainer. Mal gucken, was der so drauf hat. Ob er irgendwas drauf hat. Ja, beim Reihumkampf wechseln ständig die Positionen der Pokémon. Während dir der Kopf davon schwirrt, werde ich den Sieg einfahren. Okay, auch Reihumkampf oder was? Oh ja, Reihumkampf. Okay, krass. Alles klar, Astrina Till. Darauf war ich ja jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ah, guck mal, das ist die Fledermaus mit einem Herzen. Okay. Alle 32. Wir sind also vom Level sogar unterlegen. Boah. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder überlegen. Wie ging denn das noch gleich? Wir können erstmal kämpfen, ne?
Können wir nicht auch wechseln oder so? Oder können wir jetzt am Anfang nicht wechseln? Weiß ich nicht. Ah, doch, hier konnte man das machen. So, Cleopatra ist da gerade vorne. Wen haben wir denn? Miss Sunny. Miss Sunny macht mir ein bisschen Angst. Ich würde ganz gerne erstmal Dominik vorne lassen. Okay, guck mal, da kommt. Erstmal mit Funkensprung angreifen. Stampfer wäre halt auch eine gute Möglichkeit gewesen. Stimmt. So, guck mal, da verliert auf jeden Fall schon mal die Hälfte seiner KP. Hyperzahn. Eieiei. Ihr habt mir auch nochmal zu Superzahn in die Kommentare geschrieben, dass es immer die Hälfte der aktuellen KP abzieht. Und es deswegen nicht super stark ist, sondern halt einen relativ konstanten Wert hat. So. Wir werden nochmal mit Funkensprung angreifen. Oh, ein Wechsel. Okay. Aber wir sind schneller. Und das ist vom Typ Flug. Das heißt, es dürfte sogar down gehen, oder? Eventuell. Oh, es überlebt ganz, ganz knapp. Scheiße. Aber zumindest ein paar KP mehr für uns. Amnesie. Okay. Okay. Interessant. Ja. Ja. Ja, ich würde halt weiter angreifen, ne? Wir sind schneller. Okay, er wechselt nochmal. Mogel. Oh. Ey, das ist nicht uncool, dass es jetzt einfach Mogelhieb einsetzen kann, weil es das erste Mal im Kampf dran ist. Ich glaube, jetzt würde ich auch wechseln wollen. Und zwar, muss ich so wechseln, damit Lukas drankommt, ne? Ja. Okay, und zwar würde ich mit, boah, eventuell wechselt es halt auf sein Flug-Pokémon wieder, aber das glaube ich nicht. Ist egal. Wenn es auf sein Flug-Pokémon wechselt, dann sind wir mit Stärke ja genauso gut bedient. Also greifen wir mal mit Stärke an. Okay, er wechselt auf Kukmada. Könnten wir also besiegen können jetzt? Ich weiß nicht, den Reihenumkampf finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, dass man diese Platte da so mechanisch drehen muss, das hätte man irgendwie schöner lösen können. Aber so grundlegend finde ich den gar nicht so scheiße, muss ich sagen. So, erstmal ein paar Erfahrungspunktchen. Cleopatra ist jetzt erstmal dran. Ja, kann mir eigentlich relativ egal sein, wer da vorne ist. Cleopatra hat allerdings auch noch keinen einzigen KP verloren, ne? Wird demzufolge wahrscheinlich oder eventuell bis zum Ende kämpfen. So. Okay, er wechselt nochmal. Von mir aus. Oh, Flitiamo ist sogar schneller als wir. Aber macht keinen Schaden. Sehr gut. Cleopatra, ich weiß nicht. Cleopatra war, glaube ich, langsamer, ne? Demzufolge können wir da auch einfach weiter kämpfen lassen. Alles. Ist natürlich sehr cool, dass man hier zum Beispiel so ein drittes Pokémon einsetzen kann, was nicht getroffen werden kann. Aber vielleicht kann es durch Attacken wie Surfer oder sowas getroffen werden. Luftschnitt. Hä? Wir können doch schon... Ach nee, wir können Windschnitt. Was ist denn Luftschnitt? Das Ziel wird mit einer Luftlinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. Ist also nochmal stärker als Windschnitt. Allerdings hat Windschnitt eine hohe Volltrefferquote. Aber Luftschnitt kann zurückschrecken. Ich glaube, ich würde Windschnitt verlernen wollen, ja. Luftschnitt klingt cooler auch. Also klingt nicht cooler, aber es klingt neuer. Keine Ahnung, Luftschnitt. Nice. So, und jetzt heißt es, letztes Pokémon gegen uns. Sollte machbar sein. Cleopatra ist wieder ein bisschen schneller. Okay, aber Lukas geht's. Naja, nicht unbedingt gut, aber es lebt noch, okay? Es lebt noch, das ist schon mal die Hauptsache. Würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten, ne? Gut. Bin ich das Ganze zu kompliziert angegangen, damit die Regeln noch etwas fremd sind? Weiß ich nicht. Vielleicht. Du hast ja die ganze Zeit Miss Sunny entwickelt sich. Da habe ich ja gar nicht mitgerechnet gerade. Nice. Dann sind wir ja jetzt von der Geschwindigkeit vielleicht auch endlich mal so weit, dass wir schneller sind als die meisten gegnerischen Pokémon. Das fände ich sehr cool. Und Dusselgor wurde zu Navitaub und Navitaub wird zu einem richtig nicen Fasan. Und zwar zu Fasasnob. Okay. Nice. Ich finde, das ist sehr cool. Sehr cool. So ein Fasan ist nice. Fasane sind sowieso ziemlich coole Tiere. Und daher so ein Fasan-Pokémon zu haben, not bad. Ein Angriff von 90. Das ist nicht schlecht. Initiative ist auch ganz gut. Verteidigungswerte sind halt nach wie vor eher so meh. Aber naja, gut. Was willst du machen, ne? Irgendwo muss es ja eine Schwäche haben. Und bin ich unzufrieden mit Miss Sunny. Judy, dann haben wir die auf 32. Boofti bräuchte halt auch echt mal ein bisschen Training, ne? Wollen wir Boofti mal an Stelle Nummer 1 setzen und ihn auch ein bisschen Training gönnen? Vielleicht wäre das nicht so schlecht. Hier hinten wird man doch bestimmt auch irgendwo mal wieder geheilt, oder? Ich kenne doch die Routen hier. Oh, du hast einen Pokédex. Verstehe, das ist also der Grund, weshalb du auf Reisen bist. Ja, das ist der einzige Grund, um alle Pokémon
der Welt zu fangen. Wir sollten übrigens mal bei Professor Escher vorbeigucken. Das ist vielleicht ein Thema, das ich tatsächlich mal kurz ansprechen kann. Und zwar möchte ich demnächst eine Folge aufnehmen, in der ich mal so Zeug erledige, was wir übersehen haben oder sowas. Wisst ihr? Also wie zum Beispiel zu Professor Escher mal vorbeifliegen und dir den Pokédex zeigen. Oder auf die Brücke gehen. Also auf die eine Brücke nach Maria City. War es die? Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall zu dieser einen Brücke gehen. Und da mal das Pokémon fangen, was da so umherfliegt, wo man den Schatten sieht. Oder wenn wir da und da ein Item übersehen haben. Oder hier ein Pokémon, was man noch fangen könnte oder so. Eindrucksvoll. Aber was erwarte ich auch von jemandem mit einem Pokédex im Gepäck? Also so eine kleine Liste abhaken an Zeug, was wir alles so noch haben, was wir übersehen haben, was wir noch machen könnten. Was jetzt im normalen Storyverlauf wahrscheinlich nicht mehr passieren würde. Da würde ich ganz gerne mal eine Folge machen und da würde ich euch bitten, schreibt mal Sachen, die ich vergessen habe und machen sollte, die mir was bringen oder die interessant zu sehen sind. Okay, voll der Krankenwagen draußen vor der Tür explodiert. Schreibt mir die mal bitte in die Kommentare, wenn ihr da noch Sachen in Erinnerung habt, die uns noch fehlen. Damit ich mir so eine kleine To-Do-Liste anfertigen kann und wieder mal eine ganze Folge diesbezüglich machen. Tipps für Trainer. Ist das eigene Pokémon schwächer als das gegnerische, gibt es für den Kampf mehr Erfahrungspunkte. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Je stärker das eigene Pokémon gegenüber dem gegnerischen ist, desto weniger Erfahrungspunkte. Ja, das ist nach wie vor eine coole Neuerung, aber das wussten wir doch schon, oder? Das wurde uns doch schon mal erklärt. Mein Kampfstil ist ein harmonisches Zusammenspiel aus Natur und Pokémon. Natur ist nicht gut, Natur ist Wasser und Pflanze. Und das wäre beides nicht gut gegen Bufti. Fulikon. Ich hab's kommen sehen. Okay, haben wir jetzt nicht gerade die besten Attacken gegen. Und den Typenvorteil haben wir eben auch nicht auf unserer Seite. Deswegen wechsle ich mal auf Dominik. Hoffe, dass wir das Rasierblatt, was kommen wird, eventuell gut wegstecken können. Eventuell Käferbiss kommt, okay. Eventuell war das aber auch ziemlich riskant. Ich würde es auf jeden Fall heilen wollen erst einmal. Kein Risiko eingehen. Stell dir vor, es setzt Rasierblatt ein mit erhöhter Volltrefferquote und es kommt ein Volltreffer bei rum. Dann könnte das unser Ende bedeuten. Eventuell. Oh, es hat Schutzschild eingesetzt. Super nice. Super nice. Da haben wir ja einen guten Zeitpunkt abgepasst, wo wir uns heilen konnten. Jetzt mit Nitro-Ladung reicht eventuell immer noch nicht aus. Nee. Obwohl es doppelt so effektiv ist. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Fadenschuss. Was? Du senkst unsere Initiative einfach wieder, nachdem wir sie gepusht haben. Initiative von Dominik sinkt, aber nur um eine Stufe. Das heißt, wir sind immer noch genauso schnell wie am Anfang. Goody, Folikon, dann mach's gut. War schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Und mal sehen, was jetzt als nächstes für Pokémon kommt. Ich tendiere ja weiterhin zu Pflanzen-Pokémon, weil er so über die Natur geschwafelt hat. Soda Cheetah, okay, ein Wasser-Pokémon. Können wir weiterkämpfen? Können wir weiterkämpfen? Ja, Dominik kann Training gut gebrauchen. So, jetzt haben wir auch alle Cheaters durch, ne? Alle Weiterentwicklungen dieser Affen-Pokémon. Und ich muss sagen, das Wasser ist am beschissensten. Danach kommt das Feuer-Pokémon und am coolsten ist das die Pflanzen-Weiterentwicklung. Die sieht ziemlich nice aus. Aber die anderen beiden sind so eher so, ne. Obwohl ich die Affen generell nicht so gerne mag. Also die Idee finde ich nach wie vor cool, aber die Pokémon so an sich finde ich nicht so nice. Navitaub, ja, da passen wir ja auch wie perfekt und zugeschnitten drauf, ne? Sehr, sehr cool. So, guten Tag, Navitaub. Dann, ja, natürlich setze ich Nitro-Ladung ein. Selbstverständlich. Nein, wir setzen Funkensprung ein. Funkensprung ist nämlich sehr effektiv, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich glaube, das wusstet ihr alle mittlerweile schon, oder? Obwohl es ja auch einige Leute gibt, die Pokémon gucken und gar nicht so viel Ahnung davon haben. Hast du meinen Kampfstil einfach nicht verstanden? Nee. Wie sieht dein Kampfstil denn so aus? Was für Items gibst du deinem Team? Eine Wilbierbeere zum Beispiel nicht. Zuallererst musst du mit deinem Team deinen ganz eigenen Kampfstil kreieren. Nicht jeder ist gewitzt genug, um sich sofort an neue Situationen anzupassen. Ja, okay, alles klar. Boah, wildes Pokémon. Ja, und was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass es auch einige unter euch gibt, so habe ich zumindest gehört, die sich mit Pokémon gar nicht auskennen und gar nicht wissen, was überhaupt abgeht hier. Das finde ich sehr interessant. Also nicht, dass ich das uncool finden würde oder so, sondern eher im Gegenteil. Finde ich schön, dass sich das Let's Play dann trotzdem unterhalten zu sein scheint. Auch wenn man jetzt nicht genau weiß, was es mit physischen und speziellen Attacken auf sich hat und so weiter und so fort. Oder welche Typen aufeinander sehr effektiv sind oder überhaupt, was dieses sehr effektiv und so weiter bedeutet. Finde ich cool. Allerdings wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen doof, wenn ich in jedem dritten Part oder so erklären müsste, wie Pokémon funktioniert. Da müsst ihr einfach versuchen, das rauszukriegen mit der Zeit, ne? Oder eben
ja, ältere Let's Plays gucken, wo ich das eventuell mal erklärt habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bestimmt im ersten Let's Play? I don't know. So, Bufti ist halt... ist halt nicht optimal hier gerade. Ist nicht sein optimales Gebiet. Egal. Wir versuchen es mal noch weiter. Es dauert 20 oder auch 30 Jahre, bis ein Baum vollständig ausgewachsen ist. Was hältst du von einem Kampf als kleines Schauspiel zu Ehren der Bäume? Ich könnte mir coolere Sachen vorstellen, als Bäume zu ehren. Aber gut, von mir aus, Floyd. Dann lass uns das machen. Ein Monozyto, oder was war das? Monozyto. Okay. Sieht nach einem Pflanzen-Pokémon aus, aber nach einem eher schwachen Pflanzen-Pokémon. Ich greife mal mit Knirscher an und guck mal, ob diese kleine Zelle da irgendwas auszurichten hat. Ist sogar sehr effektiv gewesen. Okay. Oh, jetzt kann Hochmut das erste Mal tatsächlich von Nutzen sein. Sehr effektiv. Was kann es denn für einen anderen Typ gehabt haben? Unlicht? Psycho? Milzer. Was ist denn ein Milzer jetzt schon wieder? Lavita 2.0. Wie awesome. Gib mir das. Gib mir das. Ich will das haben. Das ist bestimmt auch wieder Pflanze, ne? Warum hat diese Generation so viele coole Pflanzen-Pokémon? Ist es überhaupt Pflanze? Oh, wie awesome das ist. Gib mir das. Ich will das haben. Raub. Nice, es kann jetzt schon Drachenklaue. Ich will das haben. Ich will das jetzt haben. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Hochmut von Bufti wirkt noch einmal. Okay. 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 Ich habe alles gegeben. Solange ich mir das sagen kann, bin ich zufrieden. Ja, ja, halt deinen Mund. Gib mir dein Milzer. Gib mir dein Milzer. Hier, das habe ich auch von einem Baum bekommen. Milzer? Hä? 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 Oh, eine Bierbeere. Oh, Mann. Um einen Baum aufzuziehen, braucht man sehr viel Geduld. Beim Trainieren eines Pokémon sollte man auch immer mit viel Bedacht vorgehen. So, Pokédex. Zeig mir an, Alter. Zeig mir... Okay, irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Milzer. Milzer ist doch bestimmt ganz unten im Pokédex, oder? Vermute ich mal. Das ist. Ein Milzer. Okay, Info. Was für ein Typ ist das? Wissen wir noch nicht, okay. In welchem Gebiet kommt es vor? Oh Gott, ist das kompliziert. In irgendeiner Höhle. Achso, jetzt... Hä? Ich sehe hier überhaupt nicht durch, ne? Achso. Achso, jetzt sehen wir, wo es ist. Es gibt es auf dieser Route? Ach, nee, nicht Gebiete von Petsneef. Hä, wie komme ich denn jetzt auf Petsneef? Hä? 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 Da. Gebiet. Hier in dieser Höhle, in der Panaero-Höhle. Okay. Okay, in der Panaero-Höhle. Aber ich glaube, da kommen wir noch nicht hin oder sowas, meintet ihr, ne? Milzer. Milzer wollte doch auch jemand von euch sein, oder? Ja. Ja. Scheint ein beliebtes Pokémon zu sein. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Okay, das holen wir uns auf jeden Fall, sobald wir Surfer haben. Wenn es denn Surfer war, mit dem wir da hinkamen. Super, super nice, ey. Bin ich instant verliebt einfach mal. Instant. Liebe auf den ersten Blick. So, Turm des Himmels. Ruhestätte gerechter Seelen. Nein, nein! Es hat mich einfach nicht zu diesem wackelnden Gras laufen lassen. Zu der wandelnden XP-Quelle. Ist sie noch da jetzt? Never, oder? Never. Mann. Du bist sie so Kids, Alter. Okay, wir sind am Turm des Himmels angekommen. Ich würde sagen, wir beenden die Folge daher hier erst einmal und werden uns dann demnächst damit auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.